Hallo und herzlich willkommen zurück zu Witcher 3 The Wild Hunt. Wir suchen Hansi und müssen jetzt da drüben hin, ne? Da schreien sie ja schon, ne? Und ich würde sagen, da gehen wir mal rüber. Und mach mal ein wenig Stress. Ein Wasserweib. Wenn Hansi echt ist, muss er Spuren hinterlassen. Spuren von Hansi. Okay, dann gucken wir uns mal um. Da ist doch was. Kleiner Fußabdruck. Hansi ist hier lang gekommen. Okay. Da müssen wir lang, ne? Ich glaube hier lang. Hansi. Ne, hier geht's weiter. Okay. Die Spuren führen zu einem Bau. Was da wohl drin Aha. ist. Hansi? Hab keine Angst. Bist du ein Booker? Ein Lutin? Ah, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich dir folgen? Ich habe wohl keine Wahl. Okay. Irgendwie kann er nicht reden. Na, dann gucken wir mal. Neuer Codex-Eintrag. Göttlinge. Vorsicht! Bleib dicht bei mir. Frag mich, wo der uns jetzt hinführt. Er nicht, dass das eine Falle ist oder so, was? Aber an sich hätte er ja keinen Grund. Im Fall glaube ich nicht. Er will ja seine Stimme wieder haben. Oder er tut nur so. Hier also? Ich sehe mich mal um. Ist da was auf dem Sims?
Etwas, das dir die Stimme zurückgibt. Dann muss ich wohl hochklettern. Der hat ja ein Grinsen so. Lieber den Mund zulassen. Ja, wir hatten noch Level Up, ne? Wir können noch einen Punkt verteilen. Was haben wir denn? Wir brauchen auf jeden Fall das hier. Akshi müssen wir vollkriegen. Wir haben, können so noch 3 Punkte, meinen. Was ist denn hier los? Ey, habe ich das die ganze Zeit nicht gemacht? Da könnt ihr mal sehen, was ich für eine Schnarchnase bin. Okay. Und neue Fertigkeiten können wir noch reinpacken. Das ist ja allerliebst. Okay, ich hätte gerne noch das hier. Und verbessern tun wir jetzt nochmal Krafttraining noch einmal, ne? So. Können wir denn eigentlich Mutagene herstellen? Nee. Okay. Ja. Okay, haben wir das eben auch noch gemacht? Okay, mal kurz gucken, wie kommen wir denn da hoch? Hier den kleinen Weg, ne? Wieder einen auf Jumping Jack. Was ist denn das hier? Das kann ja lustig werden. Erwische ich die von hier? Natürlich nicht. Licht. Federn, das nehmen wir mal alles mit. Wer weiß, wofür man es braucht, ne? Mensch, wir müssen noch mal was essen hier, Leben. Ist ein bisschen runter. Vielleicht hat er diese Flasche gemeint. Da hinten ist irgendwie auch noch was, was fliegt. Ja, aber keine Ahnung, welches Level das jetzt hat, ne? Welches Level haben wir denn eigentlich? Stufe 8, okay. So, Hansi, wir haben hier was für dich. Hänschen klein, ging allein. Hier. Pudrig-pfeffrige Ponta-Pastinaken. Fertig gefeiert?
Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler wie auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal. Ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch. Du gedenkst, diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher, um Gefallen zu garnieren? Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern, wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Und plötzlich ein Rums, so laut, aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts, jung, aschblond, ganz wie du sagst, verwundet und völlig außer Atem. Zisch ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Muhmen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach, sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren, da hat sie mich wohl nicht gehört. Was weißt du über die Muhmen? Sie sind so alt wie dieser Wald. Grausam, rachsüchtig. Man hintergeht sie besser nicht. Und wenn es doch jemand tut? Dann kann ihn das die Stimme kosten oder das Leben, je nach ihrer Laune. Sie sind fies, aber auf ihre Weise kümmern sie sich um dieses Land und seine Leute. Es heißt, sie halten immer Wort, aber man muss aufpassen, worum man bittet. Man kann sie nur sehen und finden, wenn sie es wünschen. Doch bedenke, sie selbst sehen und hören alles, was in ihrem Sumpf vor sich geht. Ich war in einem Dorf im Sumpf und traf eine Frau, die eine der Muhmen hätte sein können. Kam sie dir verwirrt vor? Total bekloppt. Puh, dann spinne ich nicht. Das ist keine der Muhmen. Sie kümmert sich um die Waisen. Behauptet, ich wäre eine Erfindung der Kinder. Ich! Ein Waisenhaus im Sumpf? Was hast du gegen den Sumpf? Ich bin schon mein ganzes Leben hier und kann ihn nur empfehlen. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen und ich bin kein Flegel. Komm mit. Ja, also hilft er uns doch. Ja, kann man sagen, was man will. Ne? Der Kleine hat schon einen recht imposanten Wortschatz. Ah, jetzt wird's dunkel, es regnet. Na toll. So, noch irgendwer ein Scheißproblem hier. Ist das ein Soldat oder ein Bauer oder was ist das? Okay, zurück zu... wie hieß er nochmal? Hansi. Hansi heißt er, genau. Ist wirklich spannend. Ne? Ich frage mich, was jetzt als nächstes passiert. Irgendwas stimmt da auf jeden Fall mit dieser Art von Waisenhaus nicht. Ne? Und die Hexen sind nicht irgendwie so eine Erfindung. Der Typ hier behauptet das nämlich auch. Ne? Und da es kein Mensch ist, sondern... Ja. Bin ich mal geneigt, ihm zu glauben.
Licht ist rein. Keine Muhme in Sicht. Ich muss der Oma was vorsingen, das beruhigt sie. Wenn die Sonne schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind. Du hast deine Stimme wieder. Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. Die Frau, nach der ich vorhin gefragt habe. Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt. Bitte. Es ist wichtig. Er wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu. Ich habe die kleine verirrte Jadna gefunden, oder? Genny vom Fieber geheilt und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme habe ich mich beklagt. Aber jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier, sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf den Pott. Er sucht ein Mädchen. Und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist, hm? Tja, wenn du es so sagst, Hansi, ich werde ihm helfen. Komm mit mir. Danke, Hansi, aber lass bitte den Mund zu. Sie ist ein guter Junge, aber die Herrinnen mögen ihn nicht, nein. Sie nennen ihn eine miese Kreatur. Wer sind die Frauen auf dem Wandteppich? Das sind die Herrinnen. Meisterinnen, hört mein demütiges Flehen. Seht einen erbärmlichen Wurm vor euch stehen. Was euch recht ist, soll jetzt geschehen. Du wagst es, uns zu stören, Weib? Ich suche eine junge Frau mit aschblondem Haar. Ihr habt sie gesehen. Wo ist sie? Oh, diese Ungeduld. Vielleicht mag er nur aschblonde Mädchen. Ihr habt sie gesehen. Verschweigt mir nichts. Wie ungehobelt. Na, vielleicht ist es besser so. Sag, wie mutig bist du? Fürchtest du die Bestien des Waldes? Dies sind harte Zeiten, Weißhaariger. Bruder kämpft gegen Bruder. Das Land schwimmt in Blut. Das Böse ist stärker als je zuvor. Eine dunkle Macht ist bei Nidavir erschienen. Sie lebt von Hass und Verachtung. Zerstöre sie, dann erzählen wir dir, was wir über die aschblonde Frau wissen. Dunkle Macht? Da braucht ihr einen Ritter oder Hexenjäger, keinen Hexer. Der Dorfälteste von Nidavir wird dir alles erzählen. Lass dich von ihm bezahlen, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Unsere Dienerin bringt dir jetzt den Dolch. Einen Dolch? Wozu? Wenn der Dorfälteste den Dolch sieht, weiß er, dass wir dich geschickt haben und hilft dir.
Ich rede mit dem Dorfältesten, aber versprechen kann ich nichts. Los, Weib, gib dem jungen Mann den Dolch. Und du, Weißhaariger, kehre erst zurück, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Ja, Herrin, sofort. Bin unterwegs. Dolch, ich muss den Dolch holen. Hier, der Dolch. Die Herrin sagen, ich soll ihn dir geben, den Dolch. Leg den Lohn des Dorfältesten auf den Stein. Stein blank, Stein glatt, Stein weiß, Stein hört. Alter, das ist aber schon ein bisschen gruselig, ne? Wir sind ja hier irgendwie der einzigst Normale und dabei sind wir gar nicht normal, ne? Okay, hier drin möchte ich mich aber nochmal umgucken. Das hier ist hier der Altar. Und denn hier schönes? Oh, Blumen, Meteoritenbarren. Oh, hier ist ein Falktür. Guck mal einer an. Nein, 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 nein. Da gehen wir gleich runter. Da muss ich nochmal gucken, ne? Oh, ein Manuskript. So, was haben wir denn hier Schönes? Was ist denn das hier, ey? Das ist wie so ein Opferaltar hier nochmal. Leichen rum, ey. CSI with Jaw. Da müssen wir mal echt mal gucken hier, ne? Was da rauskommt, ne? Also so koscher ist mir das auf jeden Fall überhaupt nicht, ne? Also man weiß auch nicht, ne? Trauen kann man den 100% nicht, ne? Also da gehe ich mal davon aus. Da sind die Hexen da einfach so ein bisschen zu... Ja. Hexerisch, ne? Nee, nicht vertrauenswürdig in meinen Augen. Okay, haben wir alles eingesammelt? Und als nächstes müssen wir zurück nach Niederwirr. Und haben wir es wieder geschafft, ja. Hansi haben wir kennengelernt, seines Zeichens ein Göttling. Und ja, die Story mit den Hexen scheint doch sehr... Ich bin schon sehr gespannt, wie das weitergeht, ne? Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und in der nächsten Folge klärt CSI Witcher dann weiter auf, ne? Bis denn, wir sehen uns!